So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, wir wurden schon wieder gespottet. Genau, wir sind ja im Schrein von Potena unterwegs, beziehungsweise in den Katakomben von Potena unterwegs. Aber wo will er denn hin? What? Wir sind ja in den Katakomben von Potema unterwegs und sind soweit ja dann auch dabei, die dann jetzt gleich wahrscheinlich zu fronten. Da haben wir ja letztes Mal abbrechen müssen, weil das Real Life gerufen hat. Aber so ist das. Manchmal ruft einfach das Real Life. Heute allerdings nicht. Heute ruft das Real Life nicht. Heute, wobei doch, nachher ruft das Real Life einmal, aber bis dahin ist tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Was war denn hier? Einen Hebel. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir werden da. Oh. Aua. Muss da echt so durchstemmen? So, bis dahin haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Ne? Ich habe mich jetzt schon wieder selbst unterbrochen. Das kann ich ja auch auf jeden Fall sehr gut. Da sind wir durch. Perfekt. Oh, wir kriegen Tränke und so einen Stuss. Das heißt, kann man das für Lydia hier irgendwie aufmachen? Hier wäre jetzt nochmal ein Alchemielabor. Sie schafft das? Lydia, tankst du das hier durch? Ja, sie tankt. Perfekto. Hier sind auf jeden Fall noch mal ein paar. Verdammt, ich habe eine Holzschale mitgenommen. Naja, egal. Okay, ab ins Refugium. Es kann ja jetzt nicht mehr weit sein. Ganz schön große Katakomben dafür, dass man hier eine Leiche versteckt. Oder was heißt versteckt, aber dass man hier eine Leiche begräbt. Oh, da rennt schon wieder der nächste Experte rum. Ab. Oh, ein Wicht dieses Mal sogar. Sogar die sind schon Two-Shot inzwischen. Sehr cool. I like that. Ich werde auf jeden Fall den Damage auch von den Bögen nochmal verbessern mit den nächsten Upgrade. Kann ich das eigentlich schon? Moment. Muss man einmal Bogenschießen mir angucken. Ansonsten skillen wir nochmal Crit, wenn ich das kann. Da Schießkunst. Kann ich das eigentlich schon? Nee, brauche ich 80 für, ne? Yikes. Ich kann das da hinten auch nochmal. 30% schneller spannen. Ist auch sehr, sehr gut. Also wenn ich vorher 80 erreicht habe, dann kann ich auch den Bogen skillen, noch den Schaden. Und wenn ich vorher nicht 80 erreicht habe, dann gibt es erstmal, dass ich 30% schneller spanne. Oh. Lul. Wer bist du denn? Ein Vampir. Okay, never mind. Elfenrüstung 60. Wieso macht die denn auf einmal 60? Hatte ich mit 65 ist sogar noch besser. Ja, okay, never mind. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Aber hier ist doch auch noch was. Moment, kann ich vielleicht. Ey, Lydia, Mann, du bist echt der größte im Weg stehende Mensch, den ich je gesehen habe. Alter, das ist wirklich nie, das ist doch Scam. Was passiert, wenn ich hier dran ziehe? Na, dann geht das wieder hoch. Okay, never mind. Nee. Wir wollen ja, dass Lydia mitkommt. Ist das vielleicht hier was, damit ich mir dieses Ding da hinten schenken kann? Das könnte sein, ne? Ah, nee. Da werde ich wohl nicht dran vorbeikommen. Das ist, genau das. Das. Und die Urne. Okay. Hey, warum ist denn das nicht wieder aufgegangen? Die Sache ist jetzt die. Hier sind drei Hebel. Kann ich die Tore vielleicht anhalten?
Hallo, ich will den nochmal aktivieren. Oh, toll. Okay, das ist schon mal offen. Das ist auch offen. Jetzt müssen wir noch auf das letzte warten. Ja, guck mal, das ist doch chillig eigentlich. Ich passe hier nicht durch. Oh, nö, ey. Och, komm. Jetzt? Bitte sag mir, dass ich hier durchpasse. Ah, womit bleibe ich denn da hängen, ey? Jetzt aber. Jetzt muss es passen. So fett bin ich doch dann wohl auch nicht. Okay. Ah, oh, Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Ja, jetzt hört mal auf. Ist gut jetzt. Ah. Jetzt mal wieder heilen hier. Den Rest, ja, den Rest teilen wir wahrscheinlich so. So, Potema. Ich warte auf deine Ankunft. Bisschen dicker. Ach du Scheiße, dicker Draugriff Todesfürst. Ich glaube, der wird übel, der Bruder. Ach du Scheiße. Ich glaube, der Kollege wird. Ui, Ebenerdschwert, 14 Schaden. Boah, ist voll viel wert, Alter, her damit. Warte mal, was macht denn dein Schwert? Ich möchte einige Dinge mit euch teilen. Ich weiß, dass es aber verzaubert ist. Waffen. Du hast. Du hast kein Schwert? Hattest du nicht immer ein Schwert? Oder eine Waffe zumindest? Deswegen frontest du die auch nicht mehr. Du bist bestimmt genauso. Du bist genauso wie ich bei dem Tönnis entwaffnet worden, ne? Du hast dein Schwert nicht wieder aufgehoben. Hier, dann nimm das Ebenerzschwert. Besser als nix. Okay, verstehe. Ja, der ist auch entwaffnet worden wahrscheinlich. Und hier ist auch noch irgendwie was drunter, ne? Da muss es irgendwie noch hingehen. Ach, chillig. Werden wir wohl nie erfahren. Los da, rein da ins Heiligtum. Potemas Heiligtum. Bin sehr gespannt. Was passiert jetzt hier? Augewicht. Okay. Hier ist ein Skelett, das können wir nicht gebrauchen. Hier sind noch Begräbnisohren, die können wir allerdings gut gebrauchen. Denn da werden wahrscheinlich sehr viele Sachen drin sein, wie Gold, die wir gleich bei Falk Feuerbart direkt mal ausgeben können. 2,6 haben wir, das ist aber ein bisschen zu wünschen übrig auf jeden Fall. Erstmal den Vampir-Nebelläufer killen, der ist bestimmt. Oh fuck. Ja, ich habe meine Schießkunst nochmal verbessern können. Lydia, du hast doch auch ein Schwert. Ja, besser ist, genau. Ja, oh, da ist noch einer. Lydia. Komm mal hier hin. Ja, put. So, so ist fein. Das ist wie ein Hund, ey, wirklich. Das ist wie, jetzt würdest du mit dem Hund reden. Fucking Lydia, ey. Wenn die Magier oben alle mitnehmen. Hier unten so Vampire chillen, ist natürlich ein bisschen crazy.
Oh, yikes. Fuck. Was ist denn hier passiert? Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Na, danke, ich passe. Muss ich echt sagen, ich bin da, da passe ich ehrlich. Möchte dir nicht dienen, danke dafür. Aber ist auf jeden Fall. Oh. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ey, du Kackvampir, jetzt reicht's aber mal hier hinten mit deiner Lifestealerei hier. Hau ab jetzt. Oh, nice. Mit den Draugriff ich ganz alleine gekillt. Bin ja schwer beeindruckt. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Sei mir nicht böse, Potema, aber ich möchte dir nicht im Tode dienen. Oh. Ihr seid weit gekommen für ein Sterbefall. Aber oh, ich mit meinem inneren Zirkel aufnehmen. Mal sehen. Klopft euch nur nicht zu früh auf die Schulter, Wurm. Bruder, Lydia, du bist ein bisschen, wirklich auch nur ein bisschen im Weg. Wir müssen halt hinter der Tür bleiben am besten. Damit sie uns nicht jedes Mal mit ihrem doofen Ding da trifft. Ihrem Blitzdings da. Noch mehr. Ach Lydia, du bist wirklich, du bist so dumm, ey. Ja, toll. Warte mal. Oh, da ist einer, der ist sauer. Oh, Todesfist. Und den müssen wir uns echt zuerst kümmern. Den schon wieder entwaffnet. Ey, jetzt hat Lydia ja schon wieder keine Waffe mehr. Du gehst mal ganz schnell weg, lieber Drauger Todesfürst. Für dich habe ich ja gar keine Zeit. Tschüss. Das war's? Oh, das scheint's gewesen zu sein. Das war auf jeden Fall, also der Bosskampf wäre bestimmt nicht einfach gewesen, wenn man hier Nahkämpfer. Ups, da habe ich außerdem schon wieder das blöde Schild von dir mitgenommen. Lydia, ist sein Schwert schon wieder weg? Kann das sein? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Lass mich mal gucken. Ja, der hat dich entwaffnet, ne? Und dein Schwert ist jetzt weg. Ja, eben Erzschwert. Das solltest du. Den Schrei müssen wir uns merken. Immer wenn Lydia so angeschrien wird, müssen wir ihre Waffe suchen. Was sind denn da? Waffen. Hier eben Erzschwert, bitteschön. Vielleicht kann ich dir das mit Feuer oder so noch verzaubern. So, dann gucken wir mal hier. Alter Nordpfeil, Seelenstein, Knochenpfeil, WTF, Knochenmehl. Oh. Oh mein Gott. Junge, die will aber wirklich nicht auf, die gibt echt nicht auf, ne? Fucking Potema, ey.
Ihr gibt auch echt nicht auf. Orkisches Schwert des Funkenschlags. Okay, ja, we made it. Ebenerzhelm. Lydia? Ich bin direkt hinter euch. Ich habe was macht denn dein Stahlhelm? 26, dann ist das besser, ne? Dann gib mir das mal wieder. Dann bekommst du von mir den da. So. Sieht eh cooler aus. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah ja. Aha. Jetzt immer noch ein Gegner hier? Die halt auch schreien können, ist halt voll krass so. Hinten saß da auch noch einer. Bin inzwischen schon so gut im Schleichen, dass die von den Kampfgeräuschen auch schon gar nichts mehr mitbekommen. Lederhelm, ja gut, den muss ich nicht unbedingt haben. Okay. Ja, chillig. Oh. Gut, dann müssen wir jetzt einmal das Ding an Stier übergeben. Das machen wir als erstes und danach kehren wir zu Falk Feuerbart zurück. Und dann verkloppen wir unseren ganzen Scheiß, wobei wir sollten den Scheiß vielleicht zuerst verkaufen, den wir haben. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles mögliche. Nee, genau, das hier. Womit kann ich euch dienen? Das ist hier die Kneipe, was ist das denn hier? Nee, Zwinker, das Geber, das ist die Kneipe. Mal ab jetzt hier. Ich gebe nichts. Kleidung. Aber ihr seht so aus, als ob ihr es tätet. Ich habe gehört, dass sie. Okay, also wir haben hier erstmal nur den Laden. Ich dachte, dass Abenteuer gefährlich aussehende Haufen sind. Beirand sagt. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Etwas hiervon, etwas davon. Und ich guck mal, was ich davon gebrauchen kann. Waffen. Da habe ich nur das gefunden. Ich behalte allerdings rostiger Pfeil. Schaden 4, nee, also nee, das will man nicht, wollen wir nicht haben, das ist alles Quatsch. Ja, einen abgeschworenen Pfeil kannst du auch haben. Goldene Halskette, goldener Ring, Robe der Wiederherstellung. Ja, und jetzt haben wir nämlich schon wieder das Problem, dass du dir die ganzen Sachen einfach wieder nicht leisten kannst, ne? Du hast noch 5 Dietriche für mich, das ist auch gut. Schlechtes Buch. Holzschale. Ja, kannst du dir alles schon wieder nicht leisten. Und das ist schlecht für mich. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Weil ich kann mir nämlich dann jetzt meine Upgrades nicht leisten. Aber dann questen wir die jetzt erst zu Ende hier. Und dann gehen wir einmal in die anderen Lädchen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, also in Weißlauf und in Flusswald und verkaufen da dann noch unseren Kram. Kann ich euch helfen? Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Hier, bitteschön. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Guck mal, perfekt. Hilft den Einwohnern. Oh, da haben wir noch einen. Wieder einer mehr auf dem Weg zum Tarne. Ist halt schon nicht schlecht. Also wenn wir dann in den Städten beim... Es ist schon sinnvoll, sich in den Städten den Tarn-Titel zu holen. Weil wenn man dann doch mal beim Clown oder so erwischt wird, ist es nicht ganz so schlimm.
Und spätestens sobald wir in Rifton sind, fegen wir hier sowieso durch und nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, dann lass uns mal gucken. Warte mal, ich könnte doch auch bei dem Hofzauberer auch noch Sachen verkaufen. Hier bei dir. Beeilt euch. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Hier hast du ja ein paar brauchbare Dinge für mich. Du. Oh, guck mal, du kaufst mir die Sachen hier echt ab. Das kannst du haben, das kannst du haben. Ja, das war dann auch schon wieder, ne? Der Spaß. Ansonsten könnte ich dir nur noch Seelensteine anbieten, aber nö, das sind meine Seelensteine. War hier nicht noch irgendwo ein Magier? Vielleicht gibt Feuerbad uns ja auch noch ein bisschen Gold. Dann können wir das in den Rest des Heimes stecken. Götter über eure Kämpfe wachen. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt. Portema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Ja, ich glaube, wir haben alle was draus gelernt, oder? Der Jarl würde euch gern danken. Aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Doch ich kann euch versichern, dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit betrachten. Na, wenigstens das. Guck mal. Schild von Einsamkeit. Habt ihr am Hofe? Da helfe ich euch gern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Ja, ja, wir haben das nötige Kleingeld. Ich möchte gerne erstmal die Kücheneinrichtung kaufen. Ich werde alles Nötige veranlassen. Erstmal die Kücheneinrichtung. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Das Alchemielabor. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Das ist doch super. Mehr kann ich nicht kaufen, Cheffe. Das war's schon. Ich werde nicht tun, was ihr für Einsamkeit getan habt. So, perfekt. Okay. Dann lass uns mal gut Stolzspitze jetzt auschecken. Wir haben jetzt alles. Wir gucken uns das jetzt mal von oben bis unten tatsächlich an. Komplette Reno. Und wir fangen ganz oben fangen wir an. Ich meine, guck mal, wie killer ist das schon. Also wir haben allein hier haben wir einen Eingang. Dann haben wir da einen Eingang. Und wir haben hier einen Eingang. Also wir haben drei Eingänge schon mal in unser Haus. Das ist sehr, sehr killer. Vor allem hier mit so einem geilen, chilligen Torbogen und so. Das ist schon mies heftig. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Doch, doch. Feier ich. So, Freunde, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier unseren kleinen, coolen Living Room, so, hier wohnen wir halt, hier können wir chillen einfach. Hier hinten hätte man auch noch irgendwie was hinstellen können, hat man aber nicht, aber ist egal. Dann ist hier eine Küche, das ist die neue Küche, die wir haben. Die ist doch wohl auch mal giga-chillig. Ich meine, guckt euch das heftige Ding mal an. Sehr, sehr cool, so hier mit offener Feuerstelle. Und allem, was dazugehört. Oh, guck mal, hier ist noch ein Trank der starken Heilung. Den sollten wir mitnehmen. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Oben kennen wir ja schon, hier mit unserem coolen Loft. Und unserem coolen Schlafzimmer. Hab ich hier noch irgendwas drin? Schuppenstiefel, ne? Ja. Amulett von... Ach, guck mal. Amulett, Schild von Einsamkeit. Cool, das können wir unten hinhängen. Unten hatten wir Schildständer. Haben wir hier auch noch irgendwie was? Ein Schildständer haben wir hier nicht, ne? Ne. Haben wir hier nicht. Ja, hier hängen dann zwei coole Waffen. Unten irgendwo noch ein Schildhalter? Nee, ne? Die sind echt nur im Keller. Ja, gut, macht ja nix. Das macht ja nix. So, hier unten haben wir dann auch irgendwie eine heftige Abteilung für kleine Metfässer. Eisenbarren, Fass, da ist Salz dran, chillig. Gauldur Schwarzbogen, Wabajak und Gauldur Schwarzklinge. Mega. Also wir haben auf jeden Fall schon einiges gesammelt. Genau, hier können wir jetzt einmal das Schild von Einsamkeit hinhängen. Wo ist es denn da? Schild von Einsamkeit. Sehr cool. I like that. Wer finden wir noch irgendwie ein cooles Schild, dann können wir das da hinhängen noch. Ja, hier wäre nochmal ein Bücherregal auf jeden Fall für wahrscheinlich
Dings. Also Schwert der Klingen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein Unikat war. Ich glaube nicht. Ich glaube, davon gab es mehr. Ach du Jemine, getrocknetes Elfenohr, Knoblauchzopf. Alter, wir haben hier voll viel Kram. Tomaten, Kartoffel, Kohl. Und hier, meine lieben Freunde, ist unser neues Alchemielabor. Leider ohne Kiste. Das ist ein bisschen blöd. Hier kann man also keine Zutaten lagern. Das ist alles hier so ein bisschen auf Deko angelegt. Und hier wäre Platz für Alchemierezepte und all so ein Scheiß. Aber wie gesagt, alles so ein bisschen auf Deko angelegt. Wenig Stauraum. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Und diesen Raum hier, den werden wir offensichtlich nicht mehr ausbauen. Das ist wohl irgendwie nur ein Lagerraum. Schade, hätte man hier so ein Gästezimmer draus machen können oder so. Das wäre auch cool gewesen. Aber ja. Also mit Feuer wäre cool gewesen, hätte man hier eine Schmiede drin gehabt. Das hätte ich echt gefeiert, muss ich echt sagen. Aber naja, wie dem auch sei. Das war es auf jeden Fall mit Gut Stolzspitze. Wir haben das fertig eingerichtet. Und jetzt können wir uns mal überlegen. Was wir hier noch so machen. Hilft den Bewohnern von Dingsbums. Ja, das zeigt er mir aber nicht an. Genau, das heißt, wir müssen jetzt einfach mal mit den Leuten hier reden und gucken, was da so bei rumkommt. Ich glaube, wir machen mal die Bardenakademie. Ich glaube, das könnte auch was für uns sein. Guten Abend, ich bin Panthea Atelia, die Meistersängerin. Oh, sehr cool. Was macht ihr hier? Ich bin Bade von der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Und klar, warum eigentlich nicht? Ja. Jetzt könnt ihr erzählen, talentierteste Baden von ganz Himmelshahn kennt. Dankeschön, cool. Hallo, Jorn. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Wieso auch nicht? Zugegeben, wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Okay, cool, danke. So, werde ich denn hier Mitglied? In dem Laden. Hier muss ich bestimmt rein, ne? Bardenakademie. Na, gucken wir doch mal. Das ist auch wieder eine der Gilden, sowas wie die Gefährten und so. Hallo? Hallo? Ja, bitte? Ich bin der Dekan für Geschichte. Und Schreiber, wenn ich die Zeit dazu finde. Das ist also die Bardenakademie. Jawohl. Wir bilden die Barden aus, die ihr im ganzen Land hören könnt. Viamo ist das Oberhaupt der Akademie und damit für die Zulassung verantwortlich. Okay, das ist gut. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte mich gern bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Aha, und was muss ich dafür tun? Jetzt bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden. Okay, dann erzähl mal. Josef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Lass mich raten. Laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Okay. Ja, das können wir den auch später noch fragen. Ich wünsche euch Glück beim Finde König Olafs Vers. Klar, warum nicht? Machen wir. Aber, liebe Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.